In diesem Video lernst du, wie du überprüfst, ob ein vorgegebener Punkt auf einer Geraden liegt. Wir schauen zu unserem Beispiel auf dem Arbeitsblatt. Gegeben ist die Gerade h in der Parameterdarstellung mit x ist gleich minus 3,2 plus t mal 4 minus 1. Und wir wollen jetzt überprüfen, liegt der Punkt p ist gleich 9 minus 1 auf der Gerade. Wenn du dich erinnerst, wie wir die Parameterdarstellung eingeführt haben, haben wir gesagt, dass für jeden Wert, den wir für t einsetzen, bekommen wir einen Punkt, der auf der Geraden liegt. Nun ist die Frage, ob der Punkt p ist gleich 9 minus 1 auf der Gerade liegt. Das heißt, wir nehmen jetzt den Punkt 9 minus 1 und setzen ihn statt x ein. Und nun müssen wir überprüfen, wenn wir diese Parameterdarstellung jetzt in zwei Gleichungen auflösen, ob in beiden Gleichungen dasselbe Wert für t rauskommt. Also wir lösen hier komponentenweise und spalten die zwei Gleichungen auf. Das heißt, wir nehmen die erste Zeile von der Parameterdarstellung und bekommen also 9 ist gleich minus 3 plus t mal 4. Und die zweite Gleichung, minus 1 ist gleich 2 plus t mal minus 1. Und jetzt überprüfen wir, ob wir in beiden Fällen denselben Wert für t rausbekommen. Du musst hier also einfach eine Gleichung lösen. Und wie du siehst, in beiden Gleichungen kommt der Wert t ist gleich 3 heraus. Das bedeutet, der Punkt p liegt auf der geraden h. Auf der rechten Seite wollen wir überprüfen, liegt der Punkt q ist gleich 2, 1 auf der geraden. Wieder fragen wir uns, ob es eine Zahl t gibt, die die Parameterdarstellung erfüllt. Wieder lösen wir komponentenweise auf. Die erste Gleichung 2 ist gleich minus 3 plus 4 mal t und die zweite Gleichung 1 ist gleich 2 plus t mal minus 1. Wieder haben wir zwei Gleichungen, die wir separat auflösen. Wie du siehst, hier bekommen wir für t zwei unterschiedliche Werte, nämlich t gleich 1,25 und t gleich 1, was nicht dasselbe ist. Das bedeutet, der Punkt q liegt nicht auf der Gerade h. Zusammengefasst, wenn du überprüfen musst, ob ein Punkt auf der Geraden liegt oder nicht, ersetzt du den Punkt statt dem großen x. Hier. Schreibst die Gleichungen zeilenweise auf und überprüfst dann, ob das t in beiden Zeilen denselben Wert hat. Wenn für t in beiden Gleichungen dieselbe Zahl rauskommt, liegt der Punkt auf der Geraden. Wenn nicht, liegt der Punkt nicht auf der Geraden. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.